Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie deutsche Labels, deutsche Beschriftungen in einen Quizmaker-Quiz bekommen, und zwar ohne viel Aufwand mit unserer Settings-Datei. Um die Datei einzuspielen, müssen Sie in einen Quiz reingehen, den Quizmaker öffnen. Dort finden Sie den Befehl Player. Bei Player gibt es die Rubrik Textlabels und die Textlabels mal aufmachen und Sie sehen, da sind hier englische Textlabels drin. Die könnten Sie jetzt alle einzeln ändern in Deutsch oder irgendeine Sprache und dann abspeichern und dann hätten Sie hier eine selbst hergestellte Sprachdatei. Wir können Ihnen aber eine zum Import geben und deshalb benutzen wir jetzt den Befehl Import. Also Sie müssen nicht selber übersetzen. Quiz Setting Player deutsche Version. Bitte die Datei importieren. Und jetzt werden natürlich die bisherigen Settings überschrieben. Da klicken Sie Ja. Und jetzt sieht man schon, hier sind tatsächlich jetzt deutsche Textlabels eingetragen. Die speichern wir noch hier mit Speichern und geben dem Ganzen einen vernünftigen Namen. Zeichnen. Genau. Jetzt haben wir Deutsch und Englisch als auswählbare Sprachen. Jetzt belassen wir das bei Deutsch. Gehen wir Speichern. aus dem Quizmaker raus. Jetzt ist es noch nicht richtig gespeichert. Sie müssen noch einmal abspeichern. Wichtig, es kann nur ein Quiz abgespeichert werden, der mindestens eine Frage enthält. Und jetzt sind wir hier in der PowerPoint. Speichern wir die ja auch unter einem Namen, zum Beispiel Präsentation, Vorlage. Und ich speichern. Speichere die jetzt. Und jetzt sind unsere deutschen Labels hier schon eingebaut.